Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sahanta. Wir werden es heute wieder mal mit der 308er Competition versuchen. Mal gucken, ob wir den Score ein bisschen aufstocken können. Ich habe es leider nicht geschafft, das Wildschweinfass hier hinzustellen. Und ich glaube auch, das werde ich lassen, weil die Competition eh nur bis Montag geht. Und ich am Wochenende nicht so viel Zeit habe. Da bin ich froh, wenn ich die Aufnahmen hinbekomme. Und deshalb werde ich es einfach so versuchen. Vielleicht kriegen wir den Keiler jenseits der 1000er Marke. Ansonsten kriegen wir hoffentlich noch einen Weißwedelhirsch. Denn der sollte auch noch ein paar Punkte dazu bringen. Und ansonsten Schwarzbär nur wenn es sein muss. Und Wapiti haben wir einen guten. Und deshalb mache ich mich auch mal direkt auf die Socken. Und da hinten sehe ich auch schon was. Direkt auf der Straße läuft der Schwarzbär, der uns allerdings schon gesehen hat, wie es aussieht. Männchen. Ne, der hat uns nicht gesehen. Aber den kriege ich jetzt natürlich nicht rangecallt und das ist jetzt natürlich für die Pistole nicht so gut. Also ich glaube nicht, dass ich da in Schussdistanz komme. Ich kann es ja mal versuchen. Aber ich glaube, der zieht zu schnell. Bis wir da sind, wird der wahrscheinlich weg sein. Ah, ich dachte erst, das ist ein Keiler, der da über den Weg zieht. Aber leider ein anderer schwarzer Knubbel. Ja, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich hier 20 Meter vom Hof gehe und da direkt das erste Tier steht. Öfter mal was Neues. Ja, guck ich mal, wenn ich den jetzt hier auf der Wiese eventuell erwische, wenn ich da vorne an dem... Ah, da läuft ja sogar. Und wir sind gar nicht mal... Ja, jetzt hat er uns gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir sind gar nicht mal so weit weg, da hätte ich einen Schuss wagen können. Aber jetzt geht er flüchten. Und deshalb werde ich mich mal weiter auf die Suche nach dem Keiler machen. Oder dem Weißwedelhirsch. Und wenn ich was sehe, dann seid ihr wieder mit von der Partie. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade einen Call bekommen von einem männlichen Weißwedelhirsch. Und der fehlt uns natürlich noch. Deshalb werde ich jetzt mal gucken gehen, ob wir da nicht in Schussdistanz kommen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Wiese ist. Ich glaube, das ist so ein Buschland. Aber das werde ich gleich rausfinden. Ja, irgendwo habe ich auch den Call auf in die Taste gelegt. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Einmal alle durch, da haben wir ihn. Aber wenn jetzt natürlich eine Büsche ist, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Am besten call ich den wirklich raus. Auf den Weg hier oder so. Keine Ahnung. Ich lasse mir was einfallen. Und wenn ich ihn dann sehe, dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Und der Hirsch zieht auf mich zu. Ja, da sehen wir ihn. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon seht. Jetzt sieht man den Kopf zumindest. Ich hoffe mal, dass er jetzt aus den Büschen rauszieht, damit ich einen Schuss abgeben kann. Ich kann ihn nochmal rancallen. Vielleicht kommt er dann da rausgezogen. Weil so wird das nix. Jetzt weiß ich auch nicht, wo der ist. Irgendwo da in den Büschen ist er jetzt verloren gegangen. Ja, da steht er noch. Ich sehe das eine Ohr wackeln. Genau da im Fadenkreuz jetzt. Also der steht auf jeden Fall noch da drin. Und jetzt zieht er weiter. Jetzt hoffe ich mal, dass er hier ein bisschen abdreht und auf mich zuläuft. Ja, das tut er sogar. Ja, der kommt jetzt.
Ich weiß nicht mal, ob der so groß ist, aber das soll mir egal sein. Hauptsache, wir haben schon mal einen. Na, eigentlich würde ich den gerne noch ein bisschen näher kommen lassen, aber ich weiß nicht, ob der mich sieht gleich. Normalerweise sollte er uns nicht sehen. Ne, der zieht noch ein bisschen weiter. Achso, ja, okay, hinlegen klappt auch nicht. Dann werde ich jetzt mal den Schuss abgeben. Vielleicht treffen wir das Herz oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt er. Was auch immer wir getroffen haben. Das werden wir uns jetzt angucken. So, was war unser hier? Unser GPS raus. Und dann nehmen wir den mal auf. Gucken mal, wie viele Punkte der uns zur Mission beiträgt. Ist kein ganz großer, eher einer von der kleineren Sorte, würde ich sagen. Die Lunge haben wir getroffen. 108er. Ja, ist tatsächlich einer von der kleinen Sorte. Nicht mal an den 200 dran, die ich dafür eigentlich einkalkuliert hatte. Aber schon mal 1158 Punkte. Position 76. Ich weiß gar nicht, mit welcher Position wir gestern aufgehört haben. Ich glaube, irgendwas im 60er-Bereich. Also ein paar haben uns überholt. Was ja auch nicht ausbleibt über den Tag. Aber wir haben erstmal unseren ersten Weißwedelhirsch erlegt für die Mission. Und jetzt werde ich mal weiterziehen. Ich gucke mal noch, was das hier für Spuren sind. Vielleicht haben wir da schon die nächste, die wir folgen können. Allerdings glaube ich auch riesig viel Hase unterwegs. Das ist allerdings ein Schwarzbär. Den möchte ich erstmal nicht. Und das hier ist ein Truthahn. Ja, dann werde ich mal weiter hier rumlatschen und gucken, ob ich noch was anderes finden kann als Truthähne und Schwarzbären. Und wenn ich was im Anblick habe, dann seid ihr wieder mit dabei. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Oh, jetzt hoppelt er weg. Ich wollte eigentlich den Hasen da vorne mit der Armbrust erlegen. Jetzt hockt er da. Deshalb werde ich mal schnell schießen. Und den müssten wir eigentlich getroffen haben. Warum der jetzt nicht stirbt, weiß ich nicht. Jetzt rennen wir dem wieder hinterher, obwohl wir den nicht brauchen. Da wollte ich nur eine Schießübung machen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Hasenspuren hier tatsächlich waren. Ja, also die ganzen Wiesen sind einfach nur voll mit Hasen. Ich habe nicht wirklich viele Hasen gesehen, bis auf den jetzt, der hier gehockt hat. Aber die Spuren, das war schon nicht feierlich. Ich habe kein anderes Tier gefunden, außer Hasen. Und da habe ich mir gedacht, wenn er sich vordrängelt, dann nehmen wir das doch an und verbessern mal unsere Armbrustschießfähigkeiten. Aber wie wir sehen, hat das hier wieder hervorragend geklappt. Ja, jetzt gibt es ja noch so einen Truthahn. Aber ich finde nicht mal die Spur hier von dem Hasen. Keine Ahnung, wo der schon wieder hin ist. Ja, deshalb mache ich mich jetzt mal erstmal auf die Suche hier, ob ich den finden kann. Wenn nicht, schwamm drüber. Auch wenn ich ihn hier ungern liegen lassen würde, weil ich dann wieder tolle Nachrichten vom Doc bekomme. Aber bevor wir uns jetzt hier tot suchen an so einem Hasen, von dem wir nichts haben, lassen wir es lieber. Aber ich gehe mal ein bisschen gucken und wenn ich ihn gefunden habe oder wenn ich was anderes gefunden habe, dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. So, da sind wir da. Der Vollständigkeit halber hier, der Hase. Den haben wir noch bekommen. Der lag dann irgendwann hier am Bächlein. Jetzt haben wir die ganze Wiese noch drüber gehoppelt. So. Und der verdeckt schon mein Gesicht mit dem Ohr. Perfektes Foto. Jetzt werde ich mich aber nicht länger an den Hasen hier aufhalten.
sondern mal ein bisschen andere Tiere suchen. In Truthahn möchte ich auch nicht. Deshalb mache ich mich jetzt mal auf der Suche, auch wenn die ganze Wiese hier voll ist mit irgendwelchen Hasenspuren. Und da hinten habe ich gerade auch noch einen Hasen gesehen gehabt. Hier auch nochmal drei Hasenspuren, alles voll hier. Aber ich mache mich auf die Suche nach was Brauchbarem. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder zurück. Hier kam gerade der Wapiti aus dem Busch. Ich habe den ein bisschen rangekurbelt, weil ich den gehört hatte. Und jetzt versuchen wir den einfach mal zu erlegen. Mit einem Kopfschuss, das hat geklappt. Da hinten rennt noch einer weg. Okay, den habe ich zu spät gesehen. Ich wusste, dass es zwei waren, weil beide gecallt hatten. Aber wir brauchen ja eh keinen mehr. Beziehungsweise, wenn dann einen größeren, das habe ich den jetzt mit der Armbrust geschossen, weil der ein bisschen kleiner war. Und erstaunlicherweise habe ich so tatsächlich anscheinend den Kopf getroffen. Zu meiner großen Überraschung. Ja, tatsächlich genau zwischen die Augen, in die Stirn. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Gehirn und noch ein Nackenwirbel. 210er, kein großer, aber immerhin. Ah, ich habe eine Mission completed, alles klar. Aber das ist bestimmt auch wieder so eine mehrteilige Mission. Na, hock dich hin. Zeig dein Köpfchen. So. Dann haben wir noch ein Elch erlegt. Ich hatte zwischenzeitlich meine Spur von einem Wildschwein gefunden. Allerdings ist das so komisch zickzack gelaufen, dass ich es absolut nicht verfolgen konnte. Und deshalb habe ich es irgendwann verloren gehabt und dann die Calls von den Wapitis bekommen. Und ich hatte mich dazu entschlossen, die ranzucallen und wenigstens mit der Armbrust zu erlegen. Weil das mit den Wildschweinen scheint heute eine schwere Aufgabe zu werden. Bis auf die 4, 5 Spuren, die ich bis jetzt gefunden habe, war es noch nix. Aber 98 Hasen habe ich schon gesehen. Also damals, als wir die Hasen gesucht haben, war hier nicht so viel an Hasen los. Aber ich werde mal gucken, ob ich noch ein Wildschwein finden kann. Oder zumindest ein Weißwedelhirsch. Und wenn es soweit ist, dann seid ihr wieder mit dabei. Also, bis gleich. Ja, hallo. Willkommen zurück. Ich bin etwas weit gelaufen. Knapp über 4 Kilometer schon. Und ich kann euch sagen, es gibt heute keine Schweine. Ich bin am Verzweifeln. Bis auf die 4 Spuren von dem einen Schweinchen, die ich gerade hatte, nichts gefunden. Nirgendwo eine weitere Schweinespur. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen Spaß mit der Armbrust haben und den weiblichen Wapiti einfach mal erlegen. Weil ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Ich werde gleich noch ein bisschen durch die Felder streifen hier. Ja, da hinten kommt sogar noch einer. Und hoffen, dass ich vielleicht noch einen sehe, aber ich habe wenig Hoffnung, dass das heute noch was wird. Manchmal hat man so Tage. Ich weiß nicht, ob es an den Spawns liegt. Oder ob ich einfach ein bisschen Pech habe gerade. Aber wir werden einfach mal versuchen, jetzt hier die Wapiti-Kuh zu erlegen. Die erste haben wir. Die zweite kommt da unten. Da warten wir auch noch, bis die in Schussnähe ist. Da kommt sogar noch eine dritte von links, sehe ich gerade. Ja, guck mal, vielleicht kriegen wir wieder die das Triple hin. Wie gestern. Da haben wir ja auch 3 Stück relativ nah beisammen geschossen. Aber die zieht jetzt da ins hohe Gras rein hinter die Kuppe. Muss ich mal gucken, ob ich sie sehe, wenn sie gleich näher an mir ran ist.
Oder ob ich zuerst wieder unten schieße. Ja, die da sieht jetzt näher aus. Aber die müsste jetzt mal auf mich zuziehen, damit ich da wieder von vorne in die Wurst schießen kann. Das war bis jetzt effektiv. Ob ich die hier so bekomme, weiß ich nicht. Ich versuch's einfach mal. Ja, jetzt im Laufen vielleicht nicht so. Aber auch das hat geklappt. Sehr gut. Und die letzte haut ab. Na, bleib hier. Die kommen wir nochmal eben ran. Die will doch wohl nicht davonlaufen. Die anderen schlafen doch nur. So, die sollte jetzt wieder umdrehen und dann zu uns hinlaufen. Ich werde mal ein bisschen entgegenkommen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Jetzt läuft sie gar nicht mehr. Bleib halt da stehen. Dann komme ich zu dir. Ja, jetzt dreht sie wieder auf uns zu. 50 Meter. Also gleichen Schussdistanz. Oh, ja, das ist schon mal die falsche Waffe. Da holen wir schon die Armbrust raus. Legen an. Und versuchen unser Glück. Und auch die liegt im Knall, obwohl ich den eigentlich für schlecht gehalten habe. Aber wir haben wieder unsere drei Wapiti-Kühe hier geschossen. Alle drei lagen im Knall, wieder das Triple wie gestern. Wunderbar, wie das hier klappt. Gucken wir uns die mal an hier. Sauberer Blattschuss, würde ich behaupten. Beide Lungen durchschlagen. Und die anderen wahrscheinlich wieder durch das ganze Tier durch. Was mich jetzt wieder natürlich wundert, dass die drei sofort liegen und der dumme Hase, den ich angeschossen habe, hier tatsächlich sogar trotz Knochentreffer geht das Ding einfach mal durch bis nach hinten. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie buggy ist oder so, keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist. Ob das der Realität entspricht, weiß ich auch nicht. Da hätte der Hase auf jeden Fall zerfetzt werden müssen. Keine Ahnung. Aber beim Hasen hat das wohl nicht so die Auswirkungen. So, gucken wir uns den noch an. Auch komplett durchschlagen. Wunderschön. Drei Stück. Ich glaube, die Spur jetzt von einem Wapiti, jawohl. Die ist jetzt weg. Das heißt, wir werden nach was Neuem suchen müssen. Ich werde jetzt hier noch die Felder durchkämmen und hoffen, dass ich da vielleicht doch noch eine Wildschweinspur finde. Und wenn nicht, wird das wohl heute nichts mehr werden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, also bis gleich. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin wieder zurück und 100 Meter weiter vielleicht kommt der Call von dem Keiler. Der steht irgendwo da oben drin. In dem Tannendickicht. Deshalb werden wir einfach mal callen und dann hoffen, dass der gleich da rauskommt. Ich werde mich hier mal irgendwo in eine etwas bessere Schussposition geben. Ich glaube, da zieht er auch schon. Ja, da sehe ich ihn. Natürlich noch zu weit weg, um irgendwas sagen zu können. Aber das wird jetzt hier sicherlich noch einige Zeit dauern. Ich werde ihn weiter im Auge behalten. Und wenn er kurz davor ist, beschossen zu werden, hole ich euch wieder dazu. Also hoffen wir, dass es klappt. Und dann sag ich mal bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Der steht da vorne in den Büschen. Jetzt wackelt er mit dem Kopf. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Er bewegt sich gerade nicht viel. Jetzt läuft er weiter. Er scheint wieder nicht der Allergrößte zu sein. Aber ich bin ja froh, dass wir überhaupt noch einen gefunden haben. Einen anderen sehe ich gerade nicht in den Wäldchen. Deshalb warte ich einfach mal, bis der kommt. Der müsste so auf 67 Meter ran sein, wenn das hier nicht das Gras ist, was ich anvisiert habe. Jetzt bremst er natürlich wieder ein bisschen. Gerade ist er ein bisschen zügiger gezogen. Jetzt kommt er wieder näher. Ich hoffe, der ist
gleich halb ich in Schussposition. Ah, ich weiß nicht, ob der so groß ist. 205 Kilo, ich weiß gar nicht, was der gestern hatte. Aber gleich haben wir den auf 50 Meter. Und dann hoffe ich mal, dass wir einen halbwegs besseren Schuss hinbekommen als gestern, wo der doch noch einige Meter geflohen ist. Jetzt ruft er nochmal. Dann antworten wir ihm doch. Und dann hoffen wir mal, dass der noch ein bisschen auf uns zuzieht. So 10 Meter vielleicht. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es mit dem Kopfschuss versuchen soll. Ich habe wohl keine andere Wahl. Ja, mit der Armbrust auf jeden Fall schon mal nicht. Ich kann mich hier leider nicht hinlegen, weil das Gras so hoch ist. Aber der ist mir noch ein bisschen zu weit weg. Das ist mir noch zu wackelig. Aber er zieht ja noch. Ich hoffe, ich sehe den gleich jetzt hier mal durch das Gras ein bisschen besser durch. Damit ich da nicht einen Schuss ins Blinde wagen muss. Jetzt sehe ich ihn natürlich kaum noch. Ah, der geht aber jetzt auch immer nur 2 Meter und dann bleibt er wieder stehen. So, jetzt kommt er durch. Ich versuch's mal. Ah, ich glaube, der war ziemlich oben dran. Das war, glaube ich, nicht so der beste Schuss. Naja. Hauptsache, wir haben schon mal einen verwundet. Ja, wir nähern uns langsam an. Jetzt haben wir schon mal die Spur. Und ich hoffe, dass wir sie nicht verlieren werden. Das wäre bitter. Auf jeden Fall werde ich ihn suchen gehen. Gucken wir mal noch schnell, was das Blut sagt. Natürlich denke ich mal nur Buddy-Treffer. Buddy, alles klar. Ich mache mich auf die Suche. Wenn ich ihn habe, seid ihr wieder mit dabei. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Leider habe ich die Befürchtung, dass wir dem nur ein Piercing durchs Ohr verpasst haben. Weil Blut verlieren tut er nicht mehr. Der zieht da fröhlich durch die Wiese. Er ist einmal vor uns geflohen in dem dichten Unterholz, wo er durchgeflohen ist. Da hat er kurz gestoppt gehabt. Aber wir sind nicht zum Schuss gekommen. Und jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwie nochmal näher rankomme. Ich glaube nämlich nicht, dass der jetzt auf die Calls nochmal reagiert. Ansonsten werde ich im späteren Verlauf auf die 7 mm umschalten müssen, um den zumindest noch zu erlegen, auch wenn er da nicht für die Wertung zählt. Aber ich glaube, allzu groß ist er sowieso nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, mich hier ein bisschen anzupirschen. Mal gucken, wohin der zieht. Ja, das sieht nicht so aus, als wenn der auch nur ansatzweise auf die Calls reagiert. Gucken wir mal, wie weit wir noch weg sind. Das Problem ist einfach das Gras. Ich weiß auch nicht, wie weit die Pistole schießt, um ehrlich zu sein. Ich meine, auf 90 Meter werde ich es jetzt natürlich nicht versuchen, weil ich da sowieso nichts sehe. Ja, wir ziehen ja immer so ein bisschen parallel zu der Spur, die verläuft da oben. Aber solange wir den sehen, ist ja noch alles in Ordnung. Immer nähern wir uns jetzt von der Seite her an. Ja, noch 65 Meter, da könnten wir fast schon den Schuss wagen, bevor der gleich wieder flieht. Natürlich nicht mit der Armbrust, sondern mit unserer Pistole. Ja, ich werde es einfach mal versuchen jetzt, denke ich. Na, der war schon wieder mega scheiße. Ohne Spaß. Der wird wieder gehen. Ah, ist mir doof, wenn ich mich nicht hinlegen kann. Meine Skills sind einfach so miserabel mit der Waffe. Und das ist so dermaßen am Wackeln. Ich hoffe mal, dass der Schuss besser war als im Ohr wie gerade. Und der vielleicht doch noch verendet. Wenn nicht, hat er jetzt auf jeden Fall schon mal 2 Kugeln sitzen. Und vielleicht bringt ihn dann die dritte zur Strecke.
Da unten ist die Spur. Gucken wir noch mal eben an, ob es wieder ein Buddy-Treffer war, wovon ich leider ausgehen muss. Der war viel zu weit links oben. Ja, Buddy, ich mache mich auf die Suche. Und wenn ich ihn erneut vor die Flinte bekomme oder er doch noch verendet, seid ihr wieder dabei. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich laufe hier gerade fröhlich durch den Wald und da hinten sehe ich durch die Bäume einen blauen Schimmer. Und da ich denke, dass das keine neue Spur ist, sondern der tote Keiler, habe ich euch mal wieder dazu geholt. Ja, hier vor sehen wir noch die Spur. Und da hinten müsste der liegen in den Büschen. Ich sehe ihn noch nicht, aber jetzt geht der blaue Schein weg und dann liegt er hier in dem Gestrüpp drin. Was? Ach, der Kopf ist ein bisschen verdreht. Der hat sich hier wohl niedergelassen, hat noch nach hinten geguckt und ist dann verendet. Wir gucken auf jeden Fall mal auf die Punktzahl, ob sich das jetzt gelohnt hat. 715. Das hat sich leider nicht gelohnt. Der letzte hat auch irgendwas mit 700 gehabt. Zwei Buddy-Schüsse aus 30 und aus 50 Metern. Okay, wir haben uns ein bisschen verbessert, aber minimal nur. Dann machen wir noch ein Foto von diesem wunderschönen Keiler hier, von dem ich den Kopf nicht gedreht bekomme, vernünftig. So. Haben wir das auch. Also es war heute ein bisschen schwieriger mit der Suche nach den Wildschweinen. Ich bin insgesamt, glaube ich, über 5 Kilometer gelaufen. 5,2 Kilometer. 10:21 Uhr ist es schon. Um 7 Uhr habe ich angefangen. In Echtzeit knappe 2 Stunden, bis wir den ersten Keiler liegen haben. Das ist lang. Aber es kann leider nicht immer klappen. Trotzdem wieder drei weibliche Wapitis mit der Armbrust nacheinander weggeschossen. Einen männlichen Wapiti haben wir erlegt. Einen Hasen mit dem Bogen. Also, Wild war auf jeden Fall da. Weiß wir hier schon am Anfang. Nur leider die Wildschweine nicht. Aber vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Ich weiß nicht, ob ich die Mission noch, beziehungsweise die Competition noch weiterführen werde oder ob ich eine andere machen werde. Das werde ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück. Und sorry natürlich für meine super schlechten Schüsse heute. Besonders auf den Keiler. Die davor ging ja noch einigermaßen. Aber mit der Pistole werde ich mich wohl so schnell nicht anfreunden. Trotzdem hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.